Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian. So, und das sind drei Tischkreissägen. Aber dafür ist das schlecht, ist ganz gut. Was? Krass. Ich werde noch wahnsinnig. Es kann doch nicht immer derselbe einen Punkt bekommen. Das hier ist nur Spaß. Also nicht total schlecht, nur schlecht. Psst, schmeiß das weg. Weg, 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 weg. Brauche ich nicht. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und das hier sind Akkutischkreissägen. Nicht einfach nur Tischkreissägen, sondern es sind Akkutischkreissägen. Und wir werden uns heute mal anschauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen drei Sägen? Welche davon vielleicht passt besser zu dir? Reichen 200 Euro, müssen es 400 oder sogar 500 Euro sein? All das heute in diesem Video. Natürlich kannst du wie immer etwas gewinnen, und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein. Alles, was du dazu machen musst, ist deine Erfahrung mit vielleicht diesen Sägen unten in die Kommentare schreiben oder welcher ist dein Liebling? Fangen wir also mit dem Thema Akkutischkreissägen an. Und sind wir mal ehrlich, Akkutischkreissägen machen total Sinn. Denn solche Sägen wie diese hier, ja, sind ja eigentlich jetzt keine Hochpräzisionssägen, sondern das sind Baukreissägen. Ja, das sind eigentlich Baukreissägen, die du mit auf die Baustelle nimmst. Und was hast du auf der Baustelle nicht? Strom. Genau das ist das Problem. Häufig hast du auf der Baustelle eben keinen Strom oder sagst, du musst es mal im Garten machen oder bist im Rohbau oder. Und dort hast du einfach keinen Strom oder es ist einfach lästig und viel Arbeit, extra nochmal Strom zu ziehen. Und genau dafür sind diese Geräte da. Für mich macht das total Sinn. Wir haben mit der Bosch schon öfter gearbeitet. Wir haben hier an einigen Stellen im Gebäude relativ schlechte Stromversorgung, beziehungsweise ist immer relativ weit bei so einer Steckdose. Deswegen arbeiten wir mit einer Akkutischkreissäge zum Beispiel. Und deswegen werden wir heute genau uns das Thema anschauen. Und das ist nicht das erste Video, denn wir werden noch mindestens ein zweites Video machen. Denn was fehlt hier auf dem Tisch? Denn wir haben uns versucht, alle Akkutischkreissägen, die wir auf dem Markt gefunden haben, hier herzuholen. Es fehlt noch Metabo, es fehlt noch Milwaukee, es fehlt noch Dewalt. Die drei kommen in einem separaten Video. Also nicht schon mal nervös schreiben. Keine Sorge, das kommt später. Heute in dem Video werden wir auf jeden Fall zeigen, dass die Säge von Einhell so richtig schlecht ist. Nein, werden wir nicht. Wir werden gleich Punkte vergeben und natürlich muss Bosch gewinnen und Hikoki wird irgendwie so. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass jemand gewinnt oder dass jemand verliert, denn wir werden heute zwar Punkte vergeben, aber bitte vergib du auch selber Punkte. Ja? Also heute wirst du so mein persönliches Feedback dazu sehen, aber es ist immer die Frage, was ist denn dein Anspruch? Denn wir haben hier eine Säge und lass uns gleich mal zum Thema Preis kommen. Hier haben wir eine Säge im Preisbereich 220 Euro von Einhell. 220 Euro. Und natürlich kannst du für 220 Euro nicht erwarten, dass sie genauso gut ist wie Bosch hier mit 420 Euro oder Hikoki hier mit 520 Euro. Ja, das ist einfach nicht drin. Das heißt wahrscheinlich, ich weiß es jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich wird Einhell nicht so viele Punkte bekommen wie meinetwegen Bosch oder Hikoki. Was aber nicht heißt, dass es für dich die schlechtere Säge ist. Ja, denn du musst für dich eigene Entscheidungen treffen. Was ist für dich wichtig? Reicht das für dich? Ist es für dich ausreichend, wie diese Säge funktioniert und was diese Säge dir bietet? Denn es wird häufiger mal wieder geschrieben, Mensch, ja, und du musst Einhell nicht extra schlecht machen oder nicht Hikoki extra gut machen oder weiß der Geier. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es ist so, ich möchte dir die Unterschiede aufzeigen und du musst bewerten, was für dich am wichtigsten ist. Apropos Preis, unten im ehrlichen Preisvergleich findest du wie immer alle diese Sägen verlinkt, inklusive gegebenenfalls Zubehör. Ja, für die eine oder andere Säge gibt es ja auch Zubehör noch mit dazu. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal die technischen Daten an. Bevor wir es gleich richtig loslegen und Funktion für Funktion auseinandernehmen, schauen wir uns mal die technischen Daten an. Hier wie immer einmal vollflächig alle technischen Daten, die wir zu dieser Säge gefunden haben oder für relevant halten. Und du siehst, die Sägen unterscheiden sich schon in vielen Dingen und sind sich dann doch irgendwie ähnlich. Aber die technischen Daten kannst du dir auch viel besser anschauen, und zwar im Werkzeugvergleich auf gotools.de. Klick einfach mal hier oben drauf, da ist der Werkzeugvergleich und da hast du nochmal alle Daten auf einen Blick außerhalb des Videos, ganz in Ruhe, ganz entspannt und so weiter. Zusätzlich kannst du auf der Seite auch eine Sache machen, und zwar du kannst deinen Liebling küren. Dann siehst du erstmal, was haben alle anderen abgestimmt und auch, was ist dein Abstimmverhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich gucke da regelmäßig rein, finde es super spannend, was nämlich genau eure Meinung ist. Und übrigens heute nicht das Kommentieren vergessen, was ist deine Lieblingssäge, beziehungsweise was siehst du so als Vor- und Nachteile oder welche Punkte hättest du anders vergeben, rein in die Kommentare, denn du kannst den 250-Euro-Gutschein immer noch gewinnen. Super, und jetzt würde ich sagen,
sagen, legen wir mal los. Punkt Nummer 1 geht ganz klar an Einhell, das günstigste Gerät mit 220 Euro. Wie sagt man so schön, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Das ist bei Tischkreissägen ein bisschen anders. Denn je größer der Tisch ist, umso größer ist natürlich auch die Sicherheit deines Materials, was du da drauf bearbeitest. Wenn du einen sehr, sehr kleinen Tisch hast, schwierig. Wenn du einen großen Tisch hast, kannst du auch größere Stücke wunderbar bearbeiten. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Größe an. Des Tisches. Des Tisches bei Einhell 54 breit, 48 tief. Bosch ist 66 breit und 50 tief. Die Cookie ist 73 breit, beziehungsweise hier immer noch 66 und 55 tief. Das heißt, der Punkt geht ganz klar an Hikuki. Wir hatten gerade die Größe und die Frage ist aber auch, wie ist die Qualität des Tisches? Ja, hier bei Einhell haben wir eine relativ einfache Qualität. Ja, es ist jetzt nicht gleich Trompetenblech, aber es ist wirklich relativ dünn. Also ich würde sagen, irgendwo im Bereich vielleicht 2 mm. Hier bei Bosch ist es so, dass wir hier eigentlich dünneres Material haben, ist aber unten drunter, das sehen wir nachher auch noch, sehr, sehr stark noch verstrebt ist, stärker auch als bei Einhell. Hier bei Hikuki haben wir auf jeden Fall den stabilsten Tisch, das stabilste Material in Summe, aber wir haben ein Problem. Gehen wir nach da drüben. Bei Einhell, nämlich das ist, finde ich sogar eigentlich noch wichtiger, ist es so, der Tisch ist nicht plan. Wenn wir uns jetzt mal den Bereich hier angucken, können es vielleicht sogar ein bisschen sehen. Moment. Es wackelt ganz leicht hin und her und hier in dem Bereich ist es so, dass wir quasi unten durchschauen können. Wir könnten hier ein Stück Papier dazwischen schieben, hier nicht. Das heißt, wir haben keinen planen Tisch, ergo die Qualität ist jetzt so, ja, ist okay, ist nicht so, dass es auf einen Zentimeter durchhängt, aber ein Millimeter ist das schon. Hier bei Bosch schauen wir mal drauf. Hier ist das Ganze wirklich plan, gerade, da passt auch nichts dazwischen. Ja? Hier, wo wir schon ein ganz klein bisschen haben, ist hier eine Tischverbreiterung, aber wollen wir nicht so sein. Hier bei Hikuki ist es so, dass wir auch hier das Problem haben, dass der Tisch nicht plan ist. Und der hängt hier in dem Bereich, hier auf der Seite, merklich durch. Jetzt hier durchs Licht kann man es vielleicht auch für euch etwas besser darstellen. Aber es ist so, dass wir hier schon einen Millimeter haben, dass der Tisch sich hier durchhängt. Und das kann schon in der einen oder anderen Sache ja, merkwürdig sein, beziehungsweise keinen Spaß machen. Deswegen ist es so, wir werden den Punkt an Bosch geben, denn hier ist der Tisch in Summe am besten. Kommen wir zum Klassiker, der mitgelieferte Winkelanschlag. Wie ist der eigentlich? Bei Einhell bekommen wir das hier mit dazu. Komplett aus, das hier ist aus Kunststoff, das ist Aluminium, hier unten auch Aluminium, eine Aluminiumführung. Wir können das hier nicht arretieren, nicht einstellen, kein gar nichts. Wir führen das mal hier ein und dann ist es so, dass ich sagen muss, ja, damit kann man arbeiten. Also grundsätzlich ist das was, kann man nutzen. Ist hier, wenn ihr mal schaut, natürlich Wackeldackel. Auch in der Richtung wackelt das Ding. Ja, doll ist nicht. Gucken wir weiter. Kommen wir zu Bosch. Eben runtergefallen, jetzt hier wieder an Bord. Ja, also, mir gibt es nichts zu sagen eigentlich. Wir haben hier oben auch alles Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Wir haben hier kein weiteres großes, tolles Zubehör hier. Ist halt einfach so, wie es ist. Auch hier keine weitere Möglichkeit einzustellen. Schauen wir wieder ran. Hier sehen wir auch Wackeldackel und vor allem, schau mal von oben hier drauf, noch hier in der Länge, ja, sehr wackelig. Kommen wir zu Hikuki. Hikuki hatte 520 Euro zur Verfügung, dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld, denn hier ist das aus Metall. Ja, auch das hier ist komplett aus Metall, das ist aus Metall, der Knopf hier ist aus Kunststoff. Das Ganze ist beschichtet, deswegen sieht es aus wie Kunststoff für euch, aber das hier ist Metall und das hier ist sogar plangefräst. Also total ungewöhnlich, das ist ja wirklich schön, wunderbar plangefräst. Bosch ist Kunststoff, da brauchen wir nicht fräsen. Also das ist plangefräst und so weiter. Aber wir haben auch hier das Problem, man kann das hier nicht einstellen, nicht justieren in keiner Art und Weise. Wir führen das mal ein. Wir haben hier dasselbe Problem. Und auch hier sehen wir, ja, dass es leicht wackelt. Jetzt wird es schwer, wer bekommt den Punkt? Verdient hat ihn gar keiner, weil sie sind alle nicht gut, aber es bekommt Hikuki, weil es hier noch am wenigsten schlecht ist. Also nicht total schlecht, nur schlecht. Bisschen traurig, oder? Weiter. Wo wir beim Tisch sind, dann fragen wir uns auch mal, wie breit geht das eigentlich? Teilweise ganz schön breit. Messen wir mal nach. Wir messen jetzt jeweils die Breite zwischen Sägeblatt und Außenkante, damit du weißt, was ist eigentlich so die maximale Breite, die du noch auf dem Tisch hier bewegen kannst. Einhell 64, Bosch 72,5. Bei der Frage, wer hat den längsten Auszug, hat ganz klar Hikuki gewonnen.
89 cm. Das heißt, klarer Punkt für Hikoki, aber jetzt messen wir mal, wiefern das Ganze durchhängt. Hier bei Einhell hängt schon ganz schön durch. Hier bei Bosch sehen wir, ist genau dasselbe, etwa gleich viel. Jetzt bin ich gespannt, was Hikoki zeigt. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Das ist ja der Wahnsinn bei Hikoki. Nicht ein Millimeter. Natürlich kann man, wenn man hinten drückt, das weiter runterdrücken. Aber aus dem Stand, genau gerade, im Gegensatz zu den anderen, der Hammer. Ganz klarer Punkt. Als nächstes kommen wir zur Sägeblattabdeckung. Hier bei Einhell ein einfaches Teil hier. Was schade ist, wenn man es hochnimmt, man kann das nicht hier oben mal arretieren. Das kann mal unter Umständen sehr nützlich sein. Nämlich, wenn man sehr nah am Sägeblatt arbeitet. Ich kann hier nichts groß machen, tun und so weiter. Ich kann es natürlich abbauen. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Und so schnell ist es auch schon wieder dran. Ja, geht recht schnell. Ein Nachteil ist, dass nicht geteilt. Wenn es nicht geteilt ist, ist es so, wenn du das Sägeblatt schräg stellst. Ja, Moment, ich zeig dir das mal. Also zu der Fummelei hier vorne kommen wir nachher. So. Auf die Art und Weise ist das Problem, hier siehst du jetzt das Sägeblatt. Also du kannst hier relativ einfach ins Sägeblatt reinfassen. Das willst du nicht, deswegen willst du eigentlich ein geteiltes, geteilte Abdeckung haben. Hier bei Bosch richtig gelöst, ja, eine zweigeteilte Abdeckung. Wenn ich das schräg stelle, ist es so, dass eins weiter hochguckt, das andere weiter runter und dadurch ist das Sägeblatt immer geschützt. Zusätzlich ist hier, dass ich das Ganze auch hier oben mal halten kann und ich kann es etwas einfacher abbauen, indem ich hier einfach so einen Klemmverschluss habe, den ich einfach auch wieder hier rannehmen kann. Ja, finde ich eine super Lösung. Kommen wir zu Hikoki, hier ist das Ganze nochmal ganz anders. Erstens, wir haben hier wieder das Ganze geteilt und es bleibt oben. Zusätzlich haben wir aber noch etwas und zwar einen Rückschlagstopp. Es ist ja so, dass das Sägeblatt arbeitet in diese Richtung, das heißt, Holz wird auch in diese Richtung geschoben. Ergo, es kann durchaus sein, dass Holz zurückgeschlagen wird, dir entgegen und im Zweifel in deinen Bauch oder sonst wohin. Ja, das kann passieren, wenn man nicht richtig arbeitet. Jetzt haben wir hier bei Hikoki aber das hier. Und zwar hier hinten haben wir dieses System, dass hier Holz dahinter geschoben werden kann. Aber es kann nicht zurück, sondern es wird hier eingeklemmt, wenn es zurück wollen würde. Man kann das aber auch hier nehmen und einfach wieder abnehmen. Super Sache und dementsprechend ganz easy, vollkommen klar, Hikoki bekommt den Punkt. Wo wir gerade hier bei der Abdeckung sind, kommen wir zum Thema Spaltkeil. Wenn wir uns den Spaltkeil hier so anschauen, so, jetzt bauen wir es auch mal ab. Es ist so, dass der Spaltkeil natürlich eine Sache verhindert, und zwar Hinterschnitte. Ergo, der Spaltkeil muss tiefer liegen als das Sägeblatt. Ja, dann können wir nicht Hinterschnitte machen, dann können wir Nuten schneiden. Hinterschnitte, Sebastian. Ist schon spät heute. Dazu müssen wir das Ganze aber verstellen. Dazu müssen wir das hier öffnen, das hier rausnehmen. Jetzt wird schon schwierig, dass hier Kunststoff. Ah, okay. Und jetzt wollen wir das hier ja verstellen, nach unten stellen oder abbauen. Geht nicht einfach so. Hier ist eine Mutter, die wir lösen müssen. Schade. Also Schnellverschluss sieht anders aus. Kommen wir zu Bosch. Hier ist schon was anderes. Metall. Ja, hörst du? Wunderbar. Und wenn wir es hier verstellen wollen, hier war es schon auf Hinterschnitt eingestellt. Wir können aber auch einfach hier den Hebel ziehen, es nach oben drücken und wieder festmachen. Fertig. Auch hier schauen wir uns das Ganze mal an. Öffnen, rausnehmen. Ihr seht auch hier, ja, Alu-Druckguss, aber wirklich massiv. Bei Kunststoff, ja, ihr könnt jetzt sagen, ja, Kunststoff, Metall, gar kein Problem. Ah, ist doch ein Problem. Ich selbst hatte mal eine Tischkreissäge von einer Marke, die ich jetzt nicht sage. Da war der Tisch auch aus Kunststoff. Und da ist mir folgendes mal passiert. Das Holz ist hier rüber, es gab einen leichten Rückschlag und dann hat es das Kunststoff durchschlagen und ich hätte keine Abdeckung mehr. Und folglich war die ganze Säge nicht mehr zu gebrauchen, weil, ja, hier fiel immer alles durch. Das macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen, Metall ist da schon sehr sinnvoll. Auch hier bei Hikoki haben wir die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Sitzt noch ein bisschen straff. Oh, so. Ja, stellen wir es nach unten. Und schon ist das fest. Ja, wunderbar. Funktioniert. Den Punkt bekommt, glaube ich, trotzdem Bosch, weil das ein bisschen einfacher geht. Aber nee, die kriegen beide. Also einen für Bosch, einen für Hikoki. Kommen wir doch mal zum Thema Sägeblatt. Alle drei haben ein mitgeliefertes Sägeblatt, ich sag mal, einer unbekannten Qualität. Hier bei Einhell kenne ich die Qualität nicht, aber lasst uns mal von der Materialstärke ausgehen. Hier haben wir 1,8 mm bei Einhell.
Bei Bosch haben wir 2 mm und bei Bosch weiß ich, es gibt bessere Sägeblätter als die, die mitgeliefert werden. Also bei Bosch gibt es auf jeden Fall ein Expert for Wood. Das müsste von der Qualität her besser sein. Bei Hikoki, da kenne ich mich bei den Sägeblättern nicht so gut aus. Bei der Güte der Sägeblätter nicht aus. Weiß ich nicht, hier haben wir 2,4 mm. Ich werde das aber heute nicht bewerten, denn es ist nicht so, dass jetzt 2,4 besser ist als 1,8, sondern die Dicke des Sägeblatts ist dafür da, damit je dünner das Sägeblatt ist, ja, umso weniger Energie brauchst du natürlich aus dem Akku. Ja, stell dir mal vor, du hast meinetwegen einen 1 cm breiten Schnitt, da brauchst du viel mehr Energie, um das Holz rauszusägen, als bei einem 1 mm dicken Schnitt. Also 10 mm, viel schlimmer als 1 mm. Dementsprechend ist es so, dass wir hier 1,8 zu 2,4 haben wir 0, ja, Millimeter und so weiter. Und da habt ihr natürlich einen großen Vorteil. Ihr habt aber auch einen Nachteil, denn das Blatt kann anfangen zu flattern, wenn es warm wird oder wenn es nicht gut von der Qualität ist. Wenn es flattert, dann habt ihr keinen geraden Schnitt mehr und habt auch einige andere Nachteile. Schwierig. Jetzt werden wir aber heute eine Sache nicht machen. Wir werden heute nicht testen. Das Video wird schon so lang genug. Bitte schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr der Meinung seid, was sollen wir wie testen? Wie sollen wir eigentlich testen? Ja? Sollen wir auf Länge testen? Also wie lange hält der Akku? Wie lange hält das Sägeblatt? Keine Ahnung. Wie viele Schnitte? Wie gut ist das Absaugverhalten? All das können wir testen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir werden testen, aber im nächsten Video. Und da nehmen wir doch eure Ideen mit. Nächstes Thema, Tischverlängerung. Gucken wir uns mal die Tischverlängerung bei Einhell an. Keine vorhanden. Bei Bosch, keine vorhanden. Bei Hikoki ist vorhanden. Und ihr schaut mal hier. Das heißt übrigens, das macht diesen Tisch zum, macht das Gerät zum tiefsten Gerät, was wir haben. Und zwar haben wir hier eine Länge jetzt von 79 cm, die wir nach hinten haben. Und wir gucken mal das Standardproblem. Übrigens, das hier kennst du von der Bosch GTS 10. Die hat ja eine ähnliche Verlängerung nach hinten. Das geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Aber diese Verlängerungen haben in der Regel das Problem. Ja, ihr seht hier, schaut mal hier. Hier vorne seht ihr es auch. Ja. Diese Verlängerung heißt, dass sie nach hinten auch ein bisschen, hier ist es ein bisschen besser, naja, also es hängt nach hinten runter. Dementsprechend ist es so, dass es nur so ein Notauffangbehelf ist. Ja, ich gebe jetzt dafür einen Punkt, weil die anderen das nicht haben, er hat das. Du musst natürlich für dich wissen, ob das wirklich wichtig ist. Ich persönlich nehme das immer, schraube das ab und schmeiß das weg. Brauche ich nicht. Was ist das Wichtigste an einer Säge neben dem Sägeblatt? Wir haben jetzt über die Verbreitung, Verlängerung, Verquatschung, für sonst irgendwas gesprochen. Alles schön, aber das Wichtigste, wirklich das Allerwichtigste, ist ein Parallelanschlag. Und ich sage bewusst Parallelanschlag, nicht nur Anschlag, sondern ein Parallelanschlag, der wirklich, den du ansetzt und der auch parallel ist. Das hier ist nur Spaß. Das ist der Parallelanschlag von Einhell und der ist nicht so schön. Du setzt ihn hier ein. Spannst ihn fest, das funktioniert alles, ist auch fest, ja, ich kann jetzt hier auf der Schiene noch verschieben, klar, mach die Schiene fest, so, dann passt das alles, so, aber der ist enorm fragil, ist hier hinten auch noch scharfkantig, also wirklich, hier sind noch, das Ganze wird ja auf Länge immer gesägt, die Sägespäne sind hier hinten noch dran und hier hinten ist es wirklich scharfkantig, also wenn ich jetzt hier mit dem Finger lang gehe, habe ich mich auf jeden Fall geschnitten. Das geht nicht. Zusätzlich ist es so, dass dieser Parallelanschlag, ja, und ich kann hier diese Schiene auch natürlich abmachen, ja, wenn ich das jetzt mal so nehme, so, damit ihr es besser sehen könnt. Jetzt habe ich hier den Parallelanschlag und schiebe den irgendwo hin. Meinetwegen nehme ich jetzt hier so, und das geht schön leicht. Finde ich super, also wirklich erstaunlich leicht. Und ich kann übrigens den auch gut ablesen. Das ist alles schön, da kann man nichts gegen sagen. Schön leicht, aber funktioniert. Aber ich stelle mir hier irgendwo hin ein. Jetzt hakt er leider. Ja, manchmal hakt er dann leider doch. Oh, Mann. Ich stelle mir jetzt ein, jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich habe ihn etwas verstellt, stelle ihn hier bewusst mal zur Seite. Ja. Und so, und mache ihn fest. Dann kann ich ihn schief einspannen. Der zieht sich nicht gerade. Ich mache es mal ganz bewusst, dass ich hier, ihr seht mal ganz bewusst hier so schief. Der ist echt schief. Natürlich machst du das so nicht. Natürlich wirst du hier hinten nicht gegenstoßen. Aber du kannst dir nie sicher sein, dass es wirklich parallel ist. Ja? Also so, um jetzt mal ein bisschen OSB für eine Trockenbauwand oder sonst irgendwas mal so ein bisschen abzulenken oder ein bisschen Spaß zu haben, geht das alles. Wenn du aber relativ präzise arbeiten willst, musst du es wirklich vorne und hinten jedes Mal nachmessen.
weil der Anschlag, so wie er hier ist, wirklich keinen Spaß macht. Kommen wir zu Bosch, schon mal eine ganz andere Qualität. Wir sehen hier, dass er auch wesentlich, schaut mal hier, der ist wesentlich größer, wesentlich mehr Material, gleitet hier auch etwas besser, kann ich hier einsetzen, so, und ja, ist schon mal definitiv ein Riesenschritt voraus. So, ich kann hier festspannen und das funktioniert auch, aber ich habe hier dasselbe Problem. Ich kann hier festspannen, kann mir nie sicher sein, dass es gerade ist. Schaut mal hier, nehmen wir mal an, du hast es jetzt falsch benutzt, nimmst ihn drauf, schiebst ihn dir hier irgendwie zur Seite, so, machst es fest, dann ist er jetzt schief. Das sieht man von euch aus nicht so richtig, aber ich habe ihn wirklich schief eingespannt. Das heißt, er ist 2 mm nach hier verschoben. Was für dich jetzt Folgendes bedeutet, nicht unbedingt, dass es nicht gerade ist, weil der Schnitt selbst ist ja trotzdem erstmal noch gerade, bis zu dem Punkt, wo du das Sägeblatt berührst. Dann willst du weiterschieben, es geht gar nicht, weil du schiebst es in eine immer engere Verbindung oder in einen immer engeren Kreis, schiebst es in eine immer engere Gasse, sage ich jetzt mal. So, was passiert? Du kannst immer weiter schieben, 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 es wird immer unangenehmer und dann, genau das ist der Moment, wo auch ein Kickback passiert. Machst du BAM, dann kommst du hier zurück. Insofern achte darauf, dass das immer wirklich parallel ist. Ja, im besten Fall ist es höchstens ja, nach hinten leicht geöffnet, dass du es auf jeden Fall auch rausbekommst und schön durchschieben kannst. Also hier besserer Anschlag, aber naja, das geht besser. Schauen wir uns also unsere DEWALT Tischkreissäge an. Hier können wir ganz einfach. Nee, das ist keine DEWALT. Aber ihr kennt das doch alle von DEWALT, ja? Das hier ist das Parallelanschlagsystem von DEWALT. Also nicht unbedingt von DEWALT, aber was auch DEWALT benutzt und die meisten von euch sicherlich von der DEWALT kennen, von der großen und der kleinen DEWALT Tischkreissäge. Super System, haben wir uns schon tausendmal angeguckt, funktioniert. Hier bei Hikogi, ähnliches System, etwas geringere Qualität von der Materialgüte, aber dasselbe System. Das heißt, ich spanne es vorne und hinten ein und bewege es gar nicht mehr auf der Schiene. Es bleibt fest, sondern ich bewege die gesamte Schiene, ein bisschen laut, ja, vor und zurück. Und ich kann das hier ja, nicht so groß verschieben. Wenn ich das jetzt hier mal hinschiebe, ich zeige euch mal was. So. Jetzt habe ich Folgendes, ich möchte jetzt ganz bewusst das verschieben. Ja. Seht ihr das? Ich kann hier ein bisschen was verschieben und kann jetzt versuchen, das jetzt schief hier irgendwie zusammen zu tüdeln. Ja, es geht. Schwer. Heute, ich messe mal nach, ob es gerade ist oder nicht. Hier haben wir 16,9 cm und auch hier haben wir 16,9 cm. Wir haben das Ganze gerade nachgemessen und ich muss sagen, wenn ich hier ganz genau nochmal peile an dieser Linie, es liegt ja nämlich durch Zufall ja exakt an der Linie an, ist es so, dass es vielleicht einen halben Millimeter ungenau ist. Ja, ich hätte das Ganze jetzt noch hier genauer einstellen können, justieren können, aber es ist auf jeden Fall wiederholgenauer. Ich muss mir weniger Gedanken machen hier beim Verstellen und es ist jetzt auch insofern so eingestellt, dass es sich ganz leicht öffnet. Ganz leicht öffnen ist natürlich auch korrekt, anstatt dass es sich ganz leicht schließt. Das ist wunderbar. Aber ich muss ganz klar sagen, das hat nicht dieselbe Qualität, wie es DEWALT liefert. Denn das ist deswegen so laut, weil es mehr Spiel hat. Ja? In Summe, dass es mehr Spiel ist, würde, glaube ich, echt Sinn machen, mal diese Säge nochmal gegen DEWALT zu vergleichen, also gegen die Akkuversion. Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob wir das machen sollen. Der Punkt geht aber ganz klar an Hikogi, weil es einfach wiederholgenauer ist, weil du dir nicht so viel Gedanken machen musst, weil du das Ding einfach einstellen kannst. Ohne Probleme, zack, zack, funktioniert kein Ding. Aber dann machen wir die Säge nochmal an und schauen mal, wer hat eigentlich einen Schnellstopp. Hier ist es so, dass eigentlich alle nicht sehr lange nachlaufen, aber Bosch stoppt am schnellsten. Übrigens eine Sache, die man von dem Vorgänger dieser Säge sehr häufig gesagt hat, und zwar ist es, dass das Sägeblatt hier vibriert beim Anlaufen. Das heißt, dass es nicht wirklich sauber anläuft, sondern erstmal so sich ein bisschen rüttelt und dann erst sauber läuft. Kann ich hier 0,0 feststellen. Die Säge läuft wunderbar geradeaus, sauber anmachen, perfekt. Ja, überhaupt kein Problem. Das ist bei Hikogi ein bisschen anders. Ja, ich möchte euch das nochmal vorstellen. Moment. Ich
Ich denke mal, du hast das gehört, oder? Dieses man merkt, dass es ein bisschen unrund und ein bisschen rau läuft. Deswegen würde ich sagen, vergeben wir gleich 2 Punkte. Einmal für den Schnellstopp bei Bosch und für den Rundlauf. Nächster Punkt ist Akkusystem. Hier gehen alle 3 verschiedene Wege. Wir haben hier bei Einhell erstmal ein 36-Volt-System, das davon lebt, dass wir hier 2 Akkus drin haben. Ja? Wir haben hier die Standard-Akkus von Einhell. Und zwar hier haben wir 4 Amperestunden, genau, mit 18 Volt. Das heißt, wir haben 18 Volt Akkus, stecken wir rein, 2 Stück, dann geht's los. Mit einem ja, geht's nicht. Ja, also du brauchst schon 2 Akkus. Packen wir den zweiten hier mal rein. Nicht gut. So, hier bei Bosch haben wir einen 18 Volt Akku. Und zwar haben wir hier ein Biturbo Brushless Gerät. Hier verspricht Bosch dieselbe Leistung oder Leistung wie bei kabelgebundenen Geräten. Bei derselben Leistung bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber das Ding hat schon ordentlich Bums. Wir haben die ja getestet, haben damit auch schon Langzeittests gemacht. Am besten verlinke ich mal den Einzeltest zu dem Gerät mal hier oben. Hier ist es aber so, wir haben hier keinen ungewöhnlichen Akku, sondern die Säge läuft nur mit einem einzigen 18 Volt Akku. Und zwar hat sie die volle Energie, also das Gerät, die volle Power mit einem 5,5 Ampere Stunden Bosch Pro Core 18 Volt Akku. So, soweit so gut. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, denn du hast hier nur einen Akku. Ergo, du brauchst nur 2 Akkus, kannst immer einen laden, einen hier benutzen. Und der andere Vorteil ist, dass natürlich 100% kompatibel zu allen deinen Bosch Professional Geräten. Und im Verhältnis zu Hikoki auch um einiges günstiger, denn dort haben wir folgendes System. Hier haben wir auch nur einen Akku, aber ein Multivolt Akku. Das heißt, wir haben hier einen kombinierten 36 und 18 Volt Akku und das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, aber der Nachteil ist, das ist auf jeden Fall kostenintensiver als der Akku von Bosch und deswegen ganz klar, der Punkt geht an Bosch. Und manchmal kommt es eben doch auf die Größe an, nämlich auf die Schnitthöhe. Wir haben ja vorhin gesagt, Sägeblätter hier, da, Breite und so weiter. Aber natürlich kommt es manchmal schon darauf an, dass du ein möglichst hohes Objekt hier auch schneiden kannst. Ja, die Breite hatten wir schon, Tiefe und so weiter, alles fein. Aber welche Schnittkapazität haben wir denn eigentlich bei der Säge in der Höhe maximal? Einhell 75 mm. Bosch, irgendwas zwischen 70 und 75, ich würde sagen 73 vielleicht maximal hier an der Stelle. Hikoki ist nicht ganz bei 85, ich würde sagen so 84 ganz knapp. Das heißt, Hikoki hat ganz klar mit knapp 84 mm gewonnen. Kommen wir mal zum Thema Gewicht. Und hier wird es jetzt schwierig, denn wir haben hier ein Gewicht bei Einhell von 13 Kilo. Wir bekommen aber auch relativ wenig. Ja, 13 Kilo, Hier bei Bosch haben wir 20 Kilo, bekommen aber sehr viel. Hier bei Hikoki bekommen wir, ja, wie wir sehen, an den Punkten noch ein bisschen mehr, haben aber 30 Kilo. Und als wir den hier raufgewuchtet haben, war schon so, oh. Also, jetzt machen wir mal Folgendes. Und zwar hier vergeben wir das allererste Mal 2 Punkte, weil es irgendwie auch Sinn macht. Punkt Nummer 1, Einhell bekommt einen Punkt für, hey, das Ding ist so klein, handlich, kann ich überall mit hinnehmen, ja. Das ist wirklich mal schnell getragen, überhaupt kein Problem. Und ist am leichtesten auf jeden Fall ein Punkt. Bei Bosch vergebe ich aber auch einen Punkt, weil hier ist so Gewicht, Leistung passt hier gut zusammen. Ja? Wir sind hier zwar bei 20 Kilo, die kann man gerade mal noch in der Gegend rumtragen. Und das ist das ja auch, was du haben möchtest. Du möchtest ja ein Gerät haben, was du mal schnell mit auf die Baustelle nehmen kannst. Das ist hier bei 30 Kilo nicht mehr gegeben. 30 Kilo. Ich wollte was anderes gerade sagen. 30 Kilo. Boah, nee. Also, ein Punkt für Bosch, für von der Leistung her und Preis, nein, nicht Leistung und Gewicht her, passt das super. Und hier natürlich fürs niedrigste Gewicht auch ein Punkt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze bedient. Ich habe hier einen schönen Hebel, um das Ganze zu lockern und kann hier den Winkel einstellen. Ja, das geht auch ziemlich leicht. Ja, wunderbar. Und hier kann ich wunderbar einfach auch die Höhe verstellen. An, aus. Kein Problem. Und hier kann man auch noch sehr gut den Schiebestock unterbringen. Hier bei Bosch der Hebel zum Verstellen des Winkels stelle ich zur Seite. Das ist ein bisschen schwer und ich hake hier immer so ein bisschen gegen. Ja, kann das aber viel leichter nochmal verstellen. Ja, wunderbar. Und auch die Höhenverstellung. Moment, hier seht ihr, wunderbar leicht und einfach, funktioniert super. Auch hier kann man den Schiebestock wunderbar verstauen. Bei Hikoki auch nur zur Seite stellen. Ja, hier zur Seite drehen. Das heißt, ich habe hier nicht das wie bei den anderen beiden Sägen, dass ich es hier anfangen muss und hier irgendwie einstellen muss, sondern hier kann ich es mir ganz fein auch hier so drehend einstellen.
meinetwegen hier so auf 20 Grad, kann das nach oben stellen und fertig. Und hier auch schön leicht nach oben und nach unten stellen. Schiebestock an der Seite, auch kein Problem. Es ist doch der Wahnsinn. Es kann doch nicht immer und immer wieder Hikoki den Punkt bekommen. Aber es ist halt so, durch die etwas schönere Verstellung geht der Punkt ganz knapp an Hikoki. Kommen wir zum Punkt Verarbeitung bzw. vor allem Verarbeitung auch der Höhenverstellung und der Sägeblattabdeckung. Und hier ist es so, dass häufig das hier kritisiert wird. Nämlich wir haben hier Kunststoffzahnräder. Diese Zahnräder hier sind aus Kunststoff und merkwürdigerweise noch nicht mal gefettet. Ja, finde ich ein bisschen komisch. Normalerweise sollten die auf jeden Fall gefettet sein. Hier bei Bosch sind sie auch aus Kunststoff, aber höchstens gefettet. Noch hier bei Hikoki Kunststoff und gefettet. Ich muss sagen, es fällt mir wirklich schwer, einen Punkt zu geben. Es gibt Sägen wie zum Beispiel die von DEWALT, die haben hier keinen Kunststoff, die haben hier Metall. Das wird vielleicht länger halten. Wobei ich sagen muss, das Kunststoff hier ist sehr robust ausgeführt bei eigentlich allen dreien. Was das langfristig bedeutet, kann ich nicht sagen. Deswegen vergebe ich hier keinen Punkt. Genauso wenig wie für das Thema Verarbeitung hier innen drin. Weil alle sind hier aus Aluminium, sehen sehr hochwertig gefertigt aus. Hier bei Bosch und bei Hikoki natürlich noch mehr. Es gibt aber eine Sache, dafür vergebe ich persönlich ganz klar einen Punkt, weil mich das schon zahlreiche Male genervt hat bei anderen Sägen. Nämlich, wenn ihr eine Säge habt und sägt so vor euch hin, passiert eine Sache doch relativ häufig. Und zwar, du hast nicht einfach nur Späne, die runterfallen in die Absaugung und dann wegkommen, sondern du hast manchmal auch so kleine Holzreste, die etwas kleiner sind oder auch so längliche, ganz dünne Abschnitte, die reinfallen und dann mit abgesaugt werden müssen. Aber natürlich ist es so, dass sie zu schwer sind oder häufig dann auch zu lang oder sich verkeilen und nicht abgesaugt werden können. Und dann ist es so, kommt mal hier mit, dann haben wir das Problem, dass es hier drin, ja, hier drin verstopft. Dann habt ihr hier drin eine Verstopfung. Um das Ganze zu lösen, müsst ihr hier diese Schrauben lösen, Schrauben abmachen, hier Schrauben abmachen und so weiter und so fort. Das hier öffnen und dann kommt ihr irgendwie da ran. Das ist bei, hier bin ich, hier. Das ist bei Einheit auch so. Auch hier muss ich hier einiges tun. Bei Bosch nicht. Die haben sich nämlich Folgendes gedacht. Ich habe hier einfach eine Klemme, rechts und links, hier, so und so. Und schon kann ich es aufmachen und kann hier das Ganze entfernen. Mega gut, mega schön, gibt auf jeden Fall einen Punkt. Und jetzt sind wir auch schon durch. Wenn ich richtig mitgezählt habe, haben wir bei Einheld 2 Punkte, bei Bosch 6 Punkte. Wait a minute! Ha. 7 und bei Hikoki 10 Punkte. Was wir jetzt noch nicht gemessen haben, ist natürlich, wie gut schneiden sie denn eigentlich im Verhältnis zueinander? Wie viel Staub kommt dann am Ende dabei rum? Und so weiter und so fort. Und was ich euch auch noch sagen muss ist, ich habe da vorhin gesagt, ja und jetzt wird bestimmt Einheld ganz schlecht dastehen und so weiter. Naja, ja, wir haben hier nur 2 Punkte. Aber du musst für dich natürlich jetzt auch werten, wir können zweimal, zweieinhalbmal diese Säge kaufen oder einmal diese Säge. Das heißt, wenn du nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal irgendwas dir rumbasteln möchtest oder rumbauen möchtest, ist das vielleicht gar keine schlechte Säge für dich. Hier genauso ist es bei Bosch. Bei Bosch war es so, dass sie sehr häufig ganz knapp an der Milwaukee, sage ich schon, an der Hikoki dran war. Viele Punkte waren, hast du ja auch gesehen, relativ knapp, ja, wenn man das eine sieht oder das andere. Vielleicht ist es auch gar nicht relevant für dich. Zum Beispiel hier die Sägehöhe haben wir hier mit 70 mm, hier 85. Wann musst du 85 mm hoch an der Tischkreissäge sägen? Also eigentlich so gut wie nie. Ja? Wann willst du einen Balken hier aufschneiden? Und was zum Teufel willst du sägen, was 85 mm hoch ist? Ja? 85 mm kappt man eigentlich eher oder trennt man nicht in der Länge auf. Dann nimmt man eher eine Bandsäge zum Beispiel. Ja? Du weißt, was ich meine. Das heißt, du musst die Punkte natürlich auch entsprechend werten. Das heißt, kann sein, dass für dich die Einheit die beste Säge ist. Kann sein, dass es Bosch ist oder Hikoki. Eine Sache sage ich dir auf jeden Fall. Wenn du es rumtragen willst, nimm nicht die Hikoki. Das macht keinen Spaß. Nämlich, wir haben die eben für einmal hoch und runter getragen, hier, weil wir es von unten zeigen wollten. Oh, Leute. Das ist echt interessant. Ja? Also, umso mehr bin ich gespannt, was ihr sagt. Und übrigens, Vorteil, hier war nochmal das Akkusystem bei Bosch mit dem 18 Volt Akkusystem, was ihr auch in eurem Akkuschrauber normal nutzen könnt. Geht bei Hikoki auch, hier auch. Ohne Frage, ihr braucht aber mehr Akkus und hier hast du den teuren Akku. Deswegen hier, und das musst du halt alles irgendwie für dich halt auch werten. Das heißt, im Zweifel, wenn du dich für eine dieser Geräte entscheiden möchtest, guck dir das Video nochmal an und vergib deine Punkte. Ja? Wo siehst du eher für dich den Vorteil bei der einzelnen Säge? Abschließend bin ich sehr gespannt, geh auf den Werkzeugvergleich, das habe ich hier oben verlinkt, auf goto.de, Werkzeugvergleich und stimmt da auch mal ab. Und ich bin sehr gespannt, schreib mal unten in die Kommentare, wie du werten würdest.
Hui, langes Video, sehr viel Quatsch. Jetzt muss ich erstmal was trinken für euch. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.